Da ist direkt die nächste Folge. Sorry, ich hab nicht gemerkt, dass es schon an ist. So ein Nachrichtensprecher. Are we live? Are we live? Fuck, we're live. Ich gehe schnell nach Hause. Für mich ist jetzt doch nochmal die Zeit gleich geblieben. Ich habe jetzt sofort weitergemacht, weil ich gerade so drin bin. Ich leg mal geschwind zu Hause alles ab. Wir müssen eh kurz mit dem Ding sprechen. Fällt mir ein. Ihr wisst schon. Du musst noch eine Siedlung retten, du Buck. Denn wir haben eine Aufgabe erledigt. Meine Streamflasche ist übrigens so wie die alte Streamflasche. Also wie der Verschluss der alten Streamflasche kaputt. Der Verschluss der Streamflasche ist so rum, sorry. Ist kaputt, hört ihr's? Den habe ich vorhin fast abgebrochen. Das ist ein bisschen scheiße, aber... Oh Gott, oh Gott. Was geht ab, was geht ab? Was ist mit denen los? Haben die da gerade hingeschissen oder was? Kotschow, hast du irgendwas dabei? Hoffentlich hey. Nicht, hoffentlich Sir, haben wir den nicht vollgepackt. Mein Haar und hey. Sehr gut. Das finde ich schon mal gut. Also, wir haben hier unsere... das wollten wir noch gucken. Halt, erstens mal haben wir diese krasse... diesen Krämpfzahn, ne? Diese Waffe nenne ich übrigens... den Zahnstocher. So. Ein Vorschlag von Phönixdrachen. Zahnstocher. Boom. Können wir den, oh, können wir den vielleicht noch bedazzeln? Das wäre krass. Nee, doch, hä? Warte mal. Warte kurz. Warte. Ist die... Zahnstocher. 49 plus 3. Im Moment läuft's nicht so. Warte mal, war das nicht irgendwas mit 51? Ja, das Ding an. Naja. Ich hätte schwören können, das ist irgendwas mit 51. Den Zahnstocher können wir dann weglegen. Und dann haben wir hier unten ja noch dieses Jagdgewehr, dieses krasse 308er. Was haben wir noch mehr 308er? Für die Free Haircut. Hat auch 60. Warte mal. Was ist, wenn wir das hier nehmen? Ist der gleiche Verschluss dran. Ja gut, da kann ich die eigentlich wegpacken. Dann behalten wir natürlich unsere Free Haircut. Die Kampfflinte behalten wir auch. Und dann haben wir hier oben ja noch dieses Radiumgewehr. Das hat 45er. So wie das Kampfgewehr, das nimmt die gleiche Munition. Wobei das Radiumgewehr eigentlich deutlich krasser ist, weil es ja nochmal 50 zusätzlichen Schaden macht an, an organischen Lebewesen. Wir sollten trotzdem beide mit uns filmen, würde ich mal so behaupten. Wir haben noch eine 38er, oder? Nee, das war's. Ne, 45er haben wir gesagt. Okay. Ja, ich leg den Ding weg. Haha. Trick 17. Ich leg unseren Zahnstocher weg. Wir haben jetzt ja den Ding dabei. Den Zahnstocher. Ich hake das mal kurz ab. Zack. Ich muss unbedingt meinen Block hier abarbeiten. Ich habe jetzt 2 oder 3 Seiten vollgeschrieben mit allem möglichen. Also solchen Sachen auch, Videoideen, pipapo, die ich mal wieder nicht erledige. Das ist eigentlich schrecklich mit mir. Klamottentechnisch haben wir ja diese verschissene Rüstung noch dabei. Wo ist denn diese Gisela, bei der wir andauernd verkaufen können? Wenn nicht, lasse ich die einfach kurz stehen. Wo ist denn diese Truller? Fuck. Okay. Unser Plan erfährt... Halt! Nein, unser Plan erfährt keine Änderung. Wir haben noch die ganzen Mods, die wir ablegen können. Wo habe ich die hingemacht? Hier unten? Hier? Hier. Da sind die Mods drin. Das bringt auch nochmal einige Kilo. So. Aber wir sind trotzdem immer noch sehr voll. Wahrscheinlich, weil wir halt... Ja, wir haben halt echt sau viele Waffen dabei. Das Jagdgewehr lege ich mal weg. Ja, das lege ich weg. Wir müssen irgendwann mal wirklich einen Gang machen, wo wir den ganzen Leuten Waffen geben. Also unseren ganzen Verbündeten, dann nehmen wir Waffen mit und geben denen dann... Halt! Kann ich die nicht hier drin ablegen? Dann sind die auch überall. Kann das sein? Übrigens, das überschüssige Wasser müsste hier drin sein, oder? Ja, ne? So war's. Bei Hilfsmittel. Sogar ein Stinkpack, guck mal da. Ah ja, Nuka-Cola, kann man wegschaffen. So, Hilfsmittel. Wir haben nämlich wieder viel Nuka-Cola. Guck mal, 6, ne halt, doch, die wiegt 1. 6 Kilo Nuka-Cola dabei gehabt. Und nochmal 7 sogar. Auch wieder leerer geworden. Ja, muss man halt gucken, ne? Also, da guck mal, ein Todeskrallen. Ein Steak wiegt auch 1 Kilo. Ich denke, es sind überall noch so Sachen, die wir eigentlich wegpacken könnten, die uns leichter machen würden dann, oder dadurch würden wir dann leichter werden.
Ich glaube, den Junk Jet packe ich doch weg. Ist ja was, den Junk Jet. Obwohl, ne, ich müsste ihn halt einfach mal nutzen als Item-Lagerquelle. Aber irgendwie, ne, wisst ihr was? Ich mach's ja nie. Deswegen ist der wahrscheinlich auch nicht wirklich hilfreich. Ich gehe jetzt kurz hier rein und ziehe alles raus, was da drin ist. Okay. So. Vielleicht lege ich das Ding einfach weg, weil er ist sauschwer. Wir benutzen ihn ja irgendwie eh nicht, oder? Wenn wir mal richtig grinden gehen, wenn wir mal viel sammeln, dann können wir den nehmen. Dann nehmen wir den mit, um viel sammeln zu können. Aber einfach für unsere übliche Untersuchung der Welt ist das, glaube ich, überflüssig, dann so ein Junk-Chat. Wie sieht es jetzt aus? 209. Nice, wir können über 100 Jumbumble mitnehmen. Ich denke, das war jetzt gut. Ja, jetzt können wir noch, pass auf. Jetzt gehen wir noch runter ins Ding. Hier in die Perle des Commonwealth. Wo ist die Scheiße, Diamond City? Und verkaufen die Käfigrüstung. Und ist es die der da anhat, der Kerl? Die Käfigrüstung? Und dann müssten wir bei 200 ungefähr sein. Den Kram vom Hund haben wir auch noch dabei, oder? Oder habe ich ihn abgelegt? Ah. So. Ach so, Nacht. Ja, einer verkauft aber immer, dieser Roboter. Boah, ich dachte eben, die hängt. Das sah aus wie ein Seil da hinten. Einfach ein Kind, das hier hängt. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, dann. Halt doch deinen Schnauz. Der da. Wir sind sehr erfreut. Wissen wir schon. Na. Was verkaufst du hier? Alles, Sir. Wir kaufen. Zeig mal, so, was du so hast. Genau. Absolut. Pansy. Percy. Oh Gott, ich hätte so gerne jemanden dabei, der Percy heißt. Wo ist denn die scheiß Rüstung? Hab ich die weggemacht? Wo hab ich denn die Rüstung hingemacht? Hab ich die fortgeschmissen? Ist das ein echter Vault-Anzug? Wahnsinn. Ja. Geil, gell? Officer? Ich weiß. Hast du diesen Artikel gelesen? Officer? Wir müssen das scheiß Haus kaufen. Wir müssen das verschissene Haus kaufen. Warte mal. Wir müssen zum Mayor. Verdammt, ich bin zu klapprig, um bei den Wir kaufen uns jetzt einfach mal easy peasy das Haus. Aber so richtig easy peasy. Ja, ne, halt hier. Und dann haben wir nämlich total Reichtum und so. Tschüss, Kotzwanz. Tschüss. Tschüss. Schun. Auf und da hoch. Dann bringen wir den Ding umher, den Mayor. Wie heißt das auf Deutsch? Ihr wisst schon, den Bürgermeister. Den Bürgermeister. Und dann gehört uns einfach mal die City hier. Fucking in the city. And a heart beats down. Ich will jetzt sofort lang. Da hockt der Frau. Der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Weißt du was? Ich brauche zufällig eine Baugenehmigung. Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. 2000 nur? Erzähl mir etwas mehr über dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und ein paar Wände eingerissen. Es ist also größer als die meisten anderen Häuser. Gut. Und er hat sein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Du hast also alles, was du brauchst, um die Inneneinrichtung nach deinen Wünschen zu gestalten. Gut. Ich überlege es mir mal. Du hast alle... Und gucken kurz nach unserem Cash. Wir haben wie viel Cash? 4000. Das wäre jetzt halt schon die Hälfte unseres hart verdienten Geldes. Aber... Dann haben wir hier unten einfach nochmal eine Basis. Suchst du etwas, Schätzchen? Eine Baugenehmigung? Oder suchst du einen Job? Erzähl mir nochmal von dieser Genehmigung. Ein Haus ist... Ja, nehmen wir. Ich nehme es. Hier ist der Schlüssel. Danke. Dann möchte ich dich mal als Erste im großen grünen Juwel willkommen heißen. Wir sind ab jetzt Hausbesitzer! Ich würde sagen, darauf kann man der Frau eigentlich mal ins Geschicht... Hoppala, ach Gott, wie ungeschickt. Mal gucken, wie die Situation aussieht. Die komplett umbringen? Ich komme gerade erst. Nein. Kann man euch vielleicht irgendwie umbringen hier? Hättest weglaufen sollen! Hättest vielleicht mal hier beschießen sollen. Ja. Sie sind überall! Naja, komm. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir haben jetzt das Haus. Sehr, sehr gut. Wir könnten noch mal ganz kurz hier nach dem Major gucken. Ach, wisst ihr was? Wo wir schon mal da sind. Jetzt aber mal im Ernst, harte Speicherung. So, ja. Saxon war den Sack mal, den alten Drecksack, den Haggisack. Wir machen uns direkt wieder die ganzen Fehleinträge weg.
Fehleintrag entfernt. Falscheintrag entfernt. Das ist bestimmt Freed. Da. Boom, noch ein Falscheintrag entfernt. Wollen wir noch eins finden? Nein. Achtung, es ist bestimmt Freed. Ah, Scheiße. Kommt euch dieses Ding auch gerade viel größer vor als sonst? Mir kommt dieser Bildschirm gerade riesig vor. Okay, Freed. Das könnte sein. Scheiße. Also das eine E ist es schon mal nicht. Das hintere E könnte sein. Fuck! Okay. Wir sind immer noch gut versteckt. Kann ich das öfter nochmal machen oder sind die Fehleinträge jetzt fester weg? Ich will ja nicht die ganze Zeit rumkrebeln. Wir haben es ja sonst auch mal gut hinbekommen. So, Gangs. Okay. Jawohl. Bands. Raids wahrscheinlich. Oh! Schweinerei. Ganz große Schweinerei, dass das nicht geklappt hat. Skull. Oh, bald ist ja Silvester, Leute. Dann kommt wieder die Ding. Die alte Frau und der Butler. Dinner for one. Sind die jetzt generell weg? Wie viele Einträge ist das? Kann das sein? Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Hier los. Oasis. Rappel. Habe ich jetzt gesperrt? Ah! Mich doch, ey. Ich glaube, wir haben, ja, uns ist noch gar nicht passiert, dass wir den Terminal gesperrt haben. Was ist da los? Das ist halt auch ein super gefährliches Terminal, ne? Weil das gehört dem einen Mann. Black. Okay, wir gehen kurz durch nochmal. Sorry, dass es jetzt so lange dauert. Gehen die Dinger hier jetzt nicht mehr? Ist das jetzt schon genutzt? Ich weiß es nicht. Scheinen wir schon, nein. Ha. Egal, Black, wir haben Black. So. Da haben wir eins richtig. Das könnte sein. Scheiße. What the fuck? Achso, L. Da, das hier. Oh, eins von den beiden ist es. Also. So, Ernennungen. Stadtratssitzung. Hinweis für Geneva. Auf absehbare Zeit können alle Treffen des Stadtrats abgesagt werden. Näheres dazu in dieser Mitschrift aus der letzten Sitzung. Geneva ist es die vorne saß? Die Sitzungen des Stadtrats werden ausgesetzt, sofern kein Notfall eintritt. Der Stadtrat hat das Vertrauen. Okay. Piper. Public Occurrences Reporterin. Wenn sie diese Kreuzzug gegen das Institut fortführt, wird das Konsequenzen haben. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Zeitung weniger beliebt bei der Bevölkerung ist. Dieses Gift, was sie da verkauft, bringt die Leute gegeneinander auf und das werde ich nicht hinnehmen. Kuriere. Hinweis für Geneva. Kuriere von Mr. Ayo werden bitte sofort in mein Büro vorgelassen. Die Notwendigkeit zur Diskussion gilt in dieser Genre Sanders, Macar. Aber Monsieur, was hat es denn da auf sich mit dieser Diskussion? Ich glaube, es ist was Drogenmäßiges? Die Sicherheit hat schon wieder wegen der Kontrolle über den Wasseraufbereiter angefragt. Sie glauben nicht, dass Schengen Kowalski das hinbekommt. Sein Unfug. Der Kerl ist vielleicht jung, aber das freie Unternehmertum ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens in Diamond City und ich werde nicht zulassen, dass sich jemand in seine Angelegenheiten einmischt. Sicher, seine Einstellung zu Sicherheitsvorschriften ist vielleicht etwas lax, aber das lässt sich auf die übliche Weise handhaben. Sicherheitsbüro. Die Kriminalität in der Stadt ist überschaubar. Ich muss neue Sicherheitsleute daran erinnern, Untersuchungen zu den Entführungen vorerst auf Eis zu legen. Wir dürfen diese irren Vorstellungen, dass Zins unsere Bürger ersetzen, nicht noch weiter Nahrung geben. Sonst könnte es in einem wichtigen Moment zu einer Panik kommen. Was, wenn Supermutanten angreifen und die Leute sich eher fragen, wer ist ein Zins? Anstatt die Stadt zu schützen, nein, dieses Gerede muss unterdrückt werden, denn es wiegelt die Leute nur auf, es wiegelt. Hinweis, bei Anfragen zu einer Reparatur von Takahashi gehört zum kulturellen Erbe von Diamond City und das Büro des Bürgermeisters wird nicht auf Anfragen eingehen, die nahelegen, dass er repariert werden müsste. Zwar ist uns bewusst, dass ihn nicht jeder so gut versteht wie die Bewohner von Diamond City, aber wir könnten aufgrund seiner Bedeutung für unsere Stadt nicht zulassen, dass er in irgendeiner Art verändert wird. Die Mauer. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint und es gibt zwei Dinge, die es dieser
Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schutz da draußen, da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sins und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle genau zuhört. Ich bin kein Sint. Ich bin noch immer derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist, der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist, als Kind von Martha und Patrick McDonald. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt, Gott schütze die Mauer. Aber soll Gott nicht auch Amerika schützen? Aufgegebener Wohnsitz. Hinweis für... Christen hat verlassen, Weststadt lebt. Diamond City für immer verlassen hat. Es müssen nun alle üblichen Maßnahmen bei Aufgabe des Wohnsitzes durchgeführt werden. Danach kommt bitte eine Kopie des Hausschlüssels in meinen Safe. Safe-Steuerung. Ja, moin. Ich muss mal eben auf euren Safe, gell? Danke. Der gehört zufällig mir. Kellogg's Schlüssel. Wir haben Kellogg's Schlüssel. Cotsworth hat das gehasst. Fick dich doch, Cotsworth, auf mich zu verurteilen. Ich bin halt hübsch und du nicht. So ist es im Leben. McDonald, ist er da hinten irgendwo? McDonald, sind sie hier? Sind das seine königlichen Gemächer? Was hat denn da hier eine Kaffeedose? Ich hab da so eine fette Milkfettdose. Ah! Ich habe es eilig, tut mir leid. Bürgermeister McDonald? Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Okay. Ich bin schließlich der Bürgermeister. Ja. Dann sei halt der Bürgermeister, du Pisa. Und das ist der Sicherheitschef. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Ja, ich glaube, der ist der Sicherheitschef des Bürgermeisters. Kann ich hier... Ja, man kann einfach runterjumpen, okay. Geneva, bist du Geneva? Ich habe Feierabend, Schätzchen. Weißt du, ich kaufe ein Haus und sie so, ich habe Feierabend. Whatever, dude. Wir haben deine 2000 Darius. Voll die blöde Punz. Tschüss, Cotsworth. Kannst du mit dem scheiß Fahrstuhl fahren? Ich fahre mit dem coolen Fahrstuhl. Und gleich springe ich runter, weil ich hebelig bin. Hey. Achtung, ich springe auf das Rohr da. Jump. Neue deutsche Welle. Oh, wie gut ich hier im Springen bin. Krass. Parcoursmeister hoch 10, Alter. Jetzt schieße ich noch so Krabbtor da. Naja, wir gehen mal nach Hause. Wir haben jetzt ja ein eigenes Häuschen hier in der City, ne? So, besuch dein Zuhause in Diamond City. Fucking in the City. Das ist aber nicht Diamond City. Ich meine unser Haus. Das ist da vorne irgendwo. Wo war das? Da hinten. Diamond City! Das ist das, oder? Ja, Homeplate. Geh da mal rein! Da könnte man natürlich auch so einen kleinen Stützpunkt aufbauen und Sachen ablegen und so weiter und so fort. Oh, das ist ja richtig schnucklig hier, ne? Sogar mit Right Away. Und mit ganz viel Kram. Alles klar, bin der Frau besitzt und hab echt alles liegen gelassen. 4 Fusionskerne. Das ist ja ein richtiger Schnösel gewesen. Richtig reicher Schnösel. Wir haben hier irgendwie ganz viel. Guck mal, Gott, wie viel Platz wir hier haben. Geil. Haben wir da einfach noch so ein Dächel oben drauf? Können wir da auch noch was hinbauen? Das wäre richtig sick, so ein kleiner Ausguck, wo wir den Leuten auf den Kopf spucken können. Wir sind ja jetzt Großgrundbesitzer. Mal gucken, ob es geht. Ne, es geht hier oben leider nicht. Also das Kaufmenü. Aber guck mal, wir haben hier trotzdem eine Badewanne. Da können wir unseren Code drin sammeln. Wir haben ein Hundehäuschen. Wir haben sogar ein Vordach. 60 Minute Man. Können wir hier wieder drauf? Na also. Ja. Ich bin halt total krass. Alle da. Bin der Kerl und hab so ein Drehding. Das will ich auch haben. Halt. Gut, das ist also unsere Butze. Cotsworth, bitte! Das heißt, wir können jetzt... Ja, wir können mal gucken, was wir hier bauen könnten. Also einfach nur von unseren Materialien her. Ich denke, es geht gar nicht allzu viel. Wir können natürlich viel verkloppen. Den ganzen Scheiß brauchen wir ja nicht. Auch diese kaputte Badewanne brauchen wir nicht. Irgendein Ding. Zack. Halt. So. Ja, weg damit. Frag mich doch nicht so blöd, Spiel. Das sieht doch ganz gut aus hier. Wir haben ja echt einiges, aber ich glaube, uns fehlen wahrscheinlich wichtige Dinge wie eben, ja, Sachen für die Elektroinstallation.
Außer ich habe sie zufällig direkt dabei. Sehen wir gleich. Den Tisch finde ich nicht schön. Der Teppich, der liegt nicht schön da. Krass, was hat der hier alles gelagert, der Kerl? Einkaufswagen, wir sind nicht bei den Assis. Hallo? Warum hat er hier doppelte Betonwände gemacht? Okay. Gut. Wir könnten hier natürlich erstmal ein Dingens gebrauchen. Haben wir hier einen Generator? Oder haben wir an sich einfach Strom? Sicherungskasten produziert 100 Strom. Was? Wir haben hier... Seit wann geht denn sowas? Ja, okay. Wenn wir da was Ding haben, das 100 Strom produziert. Dann mache ich jetzt noch ein paar Lämpel-Tee. Da noch eine. Die sind übrigens, wenn die in der Nähe von einem Sicherungskasten sind, sind die Lampen auch einfach dann an. Wenn wir das gleich sehen, wenn wir jetzt hier den Verteiler weiter rüberziehen. Nur weiß ich jetzt gar nicht, womit. Wahrscheinlich ja, mit Energie und Leitungen. Ich will einfach so ein Ding Was ist denn das alles? Leitungen? Was? Okay, das hatte ich. Das gab es damals irgendwie noch nicht. Ich will einfach nur so ein Ding, das. Wisst ihr so, wie das da was an der Wand steckt? So, passt auf. Jetzt müssen gleich die Lampen da oben angehen. Verarscht ihr mich gerade? Kann ich hier nicht um die Ecke? Gut, dann müssen wir das Kabel halt so ein bisschen durch den Raum ziehen. Macht mir natürlich nichts aus. Die Lampe ist schon angegangen, sehr gut. Und jetzt gehen wir halt einfach hier wieder rüber. Ist mir völlig wurscht. Und dann müsste die hintere Lampe auch angehen. Ja, und die zwei? Ah, die da hinten fehlt noch. Jetzt haben wir zumindest den Strom so schon hier richtig am Start. Oh, es fehlt noch Keramik. Haben wir hier vielleicht noch irgendeine Keramikgeschichte? Jetzt ist natürlich auch die Frage, kann ich das Haus hier verbinden mit den anderen Städten, dass ich hier auch alles benutzen kann? Kann ich hier jemanden hinschicken? Wird das Haus hier angesehen als Punkt, den man betraden könnte? Geht sowas? Frage an euch, habt ihr sowas schon mal getestet? Wenn nicht, müsste ich ja immer alles mit ihr hinnehmen, wenn ich hier irgendwas bauen möchte. Da hinten ist noch Zement. Beton, meine ich. Ich nehme mal die ganzen... Ich kann die nicht mitnehmen. Dann hau ich die weg. Ach shit, da waren noch Sachen drin, gell? Scheiße. Naja. Naja, lieber da stehen lassen. Ja, wie das einfach wieder sich in Grafik. Das ist schon mal ganz gut hier, die Putze, oder? Ja, finde ich nice. Finde ich sehr nice. Dann können wir jetzt... in unserem Bettchen schlafen, um einfach voll ausgeruht zu sein. Und gehen dann natürlich wieder raus. Ich will jetzt nicht so lange rumkrepeln, aber es ist schon mal eine geile Sache. Vor allem dieses Stromding mit 100 Energie, das kannte ich davor noch gar nicht. Was es alles gibt, mein Gott. Das könnten wir eigentlich noch kurz testen, ob ich da jetzt jemanden hinschicken kann. Und generell, dass wir die Handelsrouten ausarbeiten. Wir haben gesehen, hinten im Außenposten Simone, da haben wir... Versorgungsrouten mit C. Da hatten wir sehr viele Leute. Guck mal, da haben wir schon jemanden. Wir könnten jetzt einfach jemanden nach Tempines Bath und einen nach The Red Rocket schicken, auch von hier hinten. Und natürlich testen wir auch nochmal hier einen zur Oberlandstation und zur Taffington Bootshaus. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Wahrscheinlich nicht, aber ihr schon. Ah, lecker, lecker, Dringido. Ach, so ein Bot. So einen hätte ich gern als Begleiter. Das wäre ziemlich overpowered. Du suchst eine echte Herausforderung? Tja, da bist du ja falsch. Leute, ich bräuchte euch mal kurz... Hört mal kurz alle zu hier, bitte. Tür, Leute, Tür. Dreck, ihr habt hier noch Dreck rumliegen. Ich mach den mal weg. Du machst dein... Oh, Leute. Shit, wir müssen... Wartet mal. Die haben ja gar nichts mehr. Die haben ja gar nichts. Die haben praktisch gar nichts. Ressourcen. Wasser. Ich mach da doch mal ein Wasserdingels hier, du. Dann fallen dir aber die Augen raus, so schnell wird das Wasserdingels. Wo ist denn das übliche Wasser? Warum schwebt da eine Kuh? Das kann doch nicht gesund sein.
Ich weiß nicht, ob man die benutzen können soll, sollte, aber ich baue sie so. Wir wollen ja realistisch bleiben. So. Die sind ja eh ans komplette Netz angeschlossen. Das heißt, hier können wir extrem viel Zeug benutzen, verbauen. Na gut, wir bleiben hier mal bei den Tato-Pflanzen. Wir haben ja festgestellt, dass dieser Nährboden, den man bauen kann, dass der... Ja, das reicht nicht ganz, glaube ich. Dass der wohl eher Dingern in Häusern ist. Also, wenn wir irgendwas in einem Haus oder in einem Bunker bauen wollen, also Grünzeug anbauen wollen, dann müssen wir so ein transportables Beet eben bauen. Ihr wisst, was ich meine. So, chill doch mal. Wir haben immer noch nicht genug... Ah, wartet. Nein. Ah, halt. Es sind vielleicht nicht genug Leute am Essen dran. Doch, das ist alles... Da ist überall jemand dran. Ich pflück einfach hier die Tat. Habe ich nicht noch welche dabei? Nee, die wären dann jetzt hier wahrscheinlich angezeigt gewesen. Teerbeere. Scheinbar hilft eine Teerbeere, nicht Tato-Blume. Ah, aber nicht Tato... Man muss die Beeren pflanzen. Scheint wirklich was zu werden. Schokolade, Kacke und Beeren. Ja. Essen. Correctly. Der eine läuft mir da dauernd hinterher, dieser Mann. Was will der von mir? Hören Sie auf, mich anzufassen. Weißt du, was du machst? Versorgungsroute. Ich habe alles schon wieder vergessen. Wir gucken ganz kurz, ob er nach Ding kann. Aber er kann nicht da hinein. Er kann nicht in die Mitte. Gut, es war einmal das Taffington-Bootshaus, das noch nicht versorgt war. Das weiß ich ganz sicher. So. Und es müsste jetzt versorgt sein. Ja. Jetzt fehlt noch Tempines Buff und die Red Rocket Gaststätte. Das war nicht geplant. Wow. Gut bleiben. Schön, wir das Gewehr wegstecken. So, du machst da. Guck mal, wir... Wow. Oh. Hallo. Red Rocket Gaststätte. Raststätte. Ja. Und du noch Richtung... Tempines Buff, gell? Hoffentlich stimmt das. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt das Richtige war. Ha, doch, wir haben alles abgedeckt. Ah, ne, wir haben hier noch das Landhaus an der Küste. Ist da schon jemand? Nee. Da können wir auch noch jemanden hinschicken. Wir haben hier wahrscheinlich trotzdem nach wie vor genug Leute, die am Gammeln sind. Du machst schon was, das Zaun brauchen wir ja nicht, wenn das eh kaputt ist. Du gehst, glaube ich, gerade... Ja. Hier haben wir noch liegende Bäume, die wir wegmachen, um Holz zu bekommen. Da hinten. Nee, das ist... Ah, ihr zwei macht Schutz. Du machst Schutz zum... Wo sind denn da noch Leute? Ist da oben echt jemand drin? Da hinten oben? Hier? Nee. Na ja, gut, aber das reicht jetzt ja auch wahrscheinlich dann doch erstmal. Das letzte Häusle können wir von woanders aus verbinden. Wir können jetzt hier noch den Schutz aufbauen. Natürlich bauen wir... Oh. Was geht ab? Oder wechselt der da die Dinger? Wir machen jetzt einfach noch einen Geschützturm hin. Wir können ja eh sehr viele bauen. Beziehungsweise... Ah, Scheinwerfer, ne. Ich war mal auf der Xbox irgendwie irgendwann in dem... in der Lage, dass ich ganz viele Scheinwerfer hätte bauen können. Deutlich mehr als Geschütze. Und die Scheinwerfer bringen auch, obwohl sie einen nur anleuchten, zwei Dinge. Oh nein. Dann baue ich einfach nach hier hinten noch einen... Letztes Mal war ja der Supermutant da oben gestanden. Das heißt, wir können jetzt echt hier ein bisschen geschickter bauen. Und dieses ganze Ding abdecken. Jetzt haben wir noch einige Betten. Da haben wir ja die einen, von denen wir 411 bauen können. Die am besten aussehen. Voll merkwürdig, oder? Hier unten darf jemand schlafen. Das ist der wachhabende Offizier. Weiß nicht, ob das Bett richtig funktioniert. Hoffen wir es mal. Hier oben darf noch jemand zusätzlich schlafen. Nee, das ist scheiße. Ich will, dass es so mittellogisch ist. Wenigstens ein bisschen. Und das ist irgendwie kacke, dass die... Okay, wisst ihr was? Wir machen die Couch da weg. Ah, du bist noch jemand. Den man wegschicken könnte. Dann schicke ich den gleich noch weg. Ich schicke den direkt weg. Der fuckt mich schon ab. Ich habe nur vergessen, wo das schon wieder war, wie das heißt. Ich bin bei sowas echt schrecklich. Landhaus an der Küste. Du, mein Herr, gehst zum Landhaus an der Küste. Ja. Bye, bye.
So, und somit... Die zählen aber trotzdem noch als Leute, die hier wohnen, genau. Und somit haben wir hier jetzt auch schon 5 Betten, 5 von 7. Wir brauchen noch ein Haus, denke ich. Hey, wir bräuchten noch ein Haus. Ich werde hier noch eins dazu bauen. Ja, haben wir eh ultra viel Holz. Hinten liegt auch noch mehr. Ja, da, hier ist auch der restliche, das restliche Wasser. Wir bauen, wir nehmen wieder ein Fertighaus, wenn es euch nichts ausmacht. Hier so ein Ding. Beziehungsweise, ne, wisst ihr was? Komm, wir machen mal ein bisschen fancy Shit. Und zwar machen wir hier eine Treppe hoch. Ich will, dass die Treppe hier... Kannst du da bitte dran? Scheiß Treppe. Wie dreht man nochmal? Achso, ja, natürlich. Und mit, ja. So. Ha. Und jetzt machen wir hier oben eine kleine Plattform hin. Was ist denn das für eine... So eine Scheiße, kann ich das hier dran machen? Irgendwie geht's, dann doch wieder nicht. Ah, der Stein ist zu nah. Hab ich hier dumm Zeug gemacht? Bin ich hier... Nein, also das wollte ich. Ich wollte einfach nur eine weitere Fläche, um einfach nochmal eine Treppe zu setzen. Vielleicht eine, die nicht so extrem hoch ist. Genau. Hallo? Treppchen? Ne, nicht runter, hoch. Geht ihr nicht hoch? Gehst du? Ne, scheiße. Die geht? Warum gehen diese scheiß langen Treppen? Warum funktionieren die? Egal. Wir können hier oben noch weitere... Das ist natürlich... Ich habe ja eben noch von möglichst realistisch gesprochen. Das ist jetzt halt eher unrealistische Bauweise, was ich jetzt hier mache, weil das ja komplett schwebt, ne? Ja. Das ist halt einfach so im Wilden Westen. Hallo? Wisst ihr das nicht zufällig schon, dass das einfach so ist? Wir können hier oben vielleicht noch was Kleines hinbauen. Hier so ein kleines Hütchen. So. Genau. Und hier eins, das so ist. Ja, es ging. Jawohl. Ha! Da können schon mal 2 Leute liegen. Oder noch mehr. Mal gucken, wie viel wir da reinpferchen können. Ja, das reicht. Das reicht. Wir brauchen nur 7. Wir machen hier eins hin. Und da drüben eins hin. Und da noch eins hin. So. Wer braucht schon diese ganzen krassen Baumods, wenn man doch einfach so bauen kann, Leute? So, gibt's Schützpfeiler? Ich meine, man braucht die ja nicht, ich weiß, aber gibt es die? Das sieht doch wenigstens nach was aus hier. Shit, ey, es schwebt einfach. Es wird nur von dieser Treppe gehalten. Das ist halt eine abnormal starke Treppe, ne? Okay, soweit so gut. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's dann krass weiter. Ciao, ciao.